Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Heute Griechenland gegen die Elfenbeinküste, das letzte Spiel der Gruppe C. Und hier ist es überhaupt nicht von Langeweile geprägt. Es gibt die Möglichkeit noch zwischen zwei Mannschaften. Griechenland ist schon qualifiziert. Die waren schon nach Spieltag 2 durch. Kolumbien oder die Elfenbeinküste, das ist hier die Frage. Elfenbeinküste muss hier gewinnen, um ins Achtelfinale zu kommen. Gegen Griechenland sicherlich keine leichte Aufgabe. Auf die Tabelle kommen wir gleich zu sprechen. Blau-weißes Meer, die Griechenland-Fans, aber auch hier orange vertreten im Stadion. Beide Teams haben ihre Fans mitgebracht, weit gereist für dieses Spiel nach Brasilien. Und für die griechischen Fans geht es nur noch um den Spaß. Man kann nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Man weiß, man trifft im Achtelfinale auf England. Das wird sicher keine leichte Aufgabe. Aber es ist alles möglich. Drogba dabei, Yaya Touré dabei. Die sollen es heute richten für die Elfenbeinküste nach 90 Minuten, dass man jubeln kann. Kolumbien wird dieses Spiel natürlich mit Argusaugen verfolgen, zumindest bei uns, wenn richtig läuft das ja zeitgleich ab. Philippe Dabussier, der Schiedsrichter heute. Und Karnetzis, Torosidis, Papastopoulopoulos, Siovas, Holebas, Maniatis, Karagounis, Ninis, Salpingidis, Mitroglou und Samaras in einem 4-4-3-4-3-3 offensiv ausgerichtet. Dennoch die Griechen und die Elfenbeinküste mit Kopa, Gosso, Touré, Bamba, Aurier, Sokora, Romaric, Touré, Kalou, Drogba und Gervinho. Mit einem 4-3-3. Ebenfalls Sabri Lamouchi. Lamouchi oder wie auch immer. Der muss heute einen Sieg einfahren. Los geht's. Griechenland in Weiß. Von links nach rechts. 90 Minuten entscheiden hier über einen Nachhauseflug oder aber über die Qualifikation ins Achtelfinale. Und wer von euch hat das Spiel Japan-Kolumbien gesehen? Es war nervenzerreißend. Sokora. Gleich mal der lange Ball auf Gervinho. Geht aber durch. Abstoß für Griechenland. Karnetzis. Mitroglou verlängert, aber kein Grieche da. Somit der Ball wieder bei der Elfenbeinküste. Touré. Gervinho. Schön auf Romaric. Erster Vorstoß der Elfenbeinküste über Gervinho. Touré. Hoher Ball. Kein Abseits, aber der griechische Verteidiger dazwischen. Boah, schön von Touré. Und Drogba! Verfehlt, nur knapp. Gute Chance für die Elfenbeinküste. Didier Drogba mit einem Direktschuss und der war denkbar knapp. Und was würde das bei den Elfenbeinküste auslösen, bei den Ivoran, wenn das hier klappen würde? Aurier versucht auf Touré, aber Maniatis kommt dazwischen. Griechenland möchte natürlich 3 Spiele, 3 Siege, aber Gervinho bleibt wieder hängen. Nächster Ball. Kalou scheitert erneut an Karnetzis. Eieieiei, riesengute Möglichkeiten für die Ivora. Kalou, einer muss rein. Und am Ende der 90 Minuten muss es einer mehr sein als die Griechen. Schön auf Kalou, aber kein Problem für den Torhüter der Griechen. 2 gute Möglichkeiten haben wir gesehen in der ersten Viertelstunde. Griechenland wirkt hier leicht nervös oder sie kümmern sich nicht mehr drum, denn sie wissen ja, wir sind durch. Es kann nichts passieren. Wir schonen uns lieber, als dass jetzt einer noch verletzt wird. Aber jetzt vielleicht. Ah, der Ball doch etwas zu schnell. Und dann war es noch abseits. Gosso auf Drogba. Sokora. Hoher Ball. Abseits. Elfenbeinküste. Ja, kann man pfeifen.
holen erstmal den Ball wieder raus. Bamba zurück auf Kupa. Olipas auf Minis. Oh, Flankenball. Keine Anspielstation. Samaras jetzt vielleicht vom vorm Strafraum. Setzt sich hier durch. Und dann rüber auf Salpinkidis. Der schießt und bleibt dabei hängen in der Abwehr. Erstmals Glück für die Elfenbeinküste. Jetzt läuft der Konter über Didier Drogba. Ah, leichter Fehlpass. Ball ist weg. Kein Abseits. Touré. Und Mitroglou bleibt dran. Maniatis, Samaras. Und immer wieder bringen sie den eigenen Torhüter mit ins Spiel. Die Mannschaft der Elfenbeinküste. Gervinho setzt sich durch. Touré. Aber der legt sich den Ball zu weit vor. Kein Problem für Siovas. Und Salpinkidis. Einwurf für die Elfenbeinküste. Es wäre denkbar knapp mit diesem 0:0. 3 Punkte für die Elfenbeinküste. Das wäre zu wenig. Flankenball kommt. Jetzt die Chance. Kopfball und nur abgeblockt. Und wieder eine Möglichkeit für die Elfenbeinküste. Aber der Winkel extrem spitz. Also er hat da, glaube ich, das Möglichste rausgeholt. Eckball. Touré. Flanke kommt, Möglichkeit ist da und dann ist es auf einmal drin. Touré mit der Führung für die Elfenbeinküste. Und mit diesem Ergebnis würde es reichen, man wäre qualifiziert. Und man nutzt die Chance. Zack, 1:0 Führung. Schöner Kopfballtreffer. Und der Grieche, der steht im Tor, versucht hier den Ball noch abzulenken. Aber das missglückt. Im Moment mit diesem Ergebnis wäre die Elfenbeinküste weiter. Drogba. Vielleicht kann man hier noch einen drauflegen. Sehr schön auf Gervinho. Dann hätte man mehr Sicherheit. Schöner Ball. Touré auf Sokora, der schießt, abgefälscht. Erneute Ecke für die Elfenbeinküste. Schöne Möglichkeit. Griechenland extrem unter Druck hier in dieser ersten Hälfte. Touré wieder mit der Ecke. Flanke kommt genauso an, aber diesmal die Griechen vorbereitet. Samaras. Weit raus auf Mitroglou, aber etwas zu weit. Gosso kommt dran. Und Sokora. Romaric. Touré wieder auf Gervinho. Immer wieder Gervinho in Szene gesetzt. Was macht er raus? Bringt die Flanke. Touré scheitert erneut. Verzeihung, meine Damen und Herren. War ein Frosch im Hals. 2 Minuten gibt es übrigens noch oben drauf. Kalou auf Drogba. Flanke, aber direkt in die Hände von Karnezis. Und wir gehen mit 1:0 für die Elfenbeinküste in diese erste Halbzeitpause. 45 Minuten noch mit diesem Ergebnis. Und die Elfenbeinküste wäre weiter. Wäre natürlich bitter für Kolumbien. Aber das ist Fußball, es können eben nur 2 weiterkommen und die Elfenbeinküste, das deutlich aktivere Team in dieser Partie. Man kann es den Griechen nicht verübeln, dass sie sich hier schonen wollen. Nach 2 Siegen in Folge kann man das tun. Fett Fazidis. Geil. Kommt rein für Samaras. Ach, ist das cool. Ja, die zweite Halbzeit läuft, 45 Minuten noch. Salpinkidis. Und Aurier am Ball. Drogba. Sokora. Wieder über die Mitte. Drogba bremst ab.
Çalhanoğlu raus auf Salpingidis. Und Gosso. Touré. Ah, vertändelt den Ball Maniatis, aber auch hier von Fehlern geprägt. Und Sokora. Omaric. Drogba, schöner Pass auf Kalou. Da ist die Spitzfindigkeit der Elfenbeinküste wieder. Sokora. Man bräuchte hier den erlösenden 2:0 Treffer. Und der Schuss kommt, aber kein Problem für Kanizis. Dieses knappe 1:0, das kann Griechenland jederzeit ausgleichen und dann wäre Kolumbien weiter. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Aurier auf Touré. Sokora in der Mitte, viel Platz für die Elfenbeinküste. Gosso. Sie spielen den Ball hin und her, suchen die Lücke der Griechen. Schwierig zu finden aktuell. Boah, schön reingegangen von Maniatis. Holt sich den Ball und jetzt Fetfatsidis. Auf Mitroglou, setzt sich durch. Schön, und das war kein Abseits, doch war's. Später Pfiff vom Unparteiischen. Karagounis wird gehen, der Teamkapitän. So ist es, Kone kommt und Diomande für Romaric. Beide Mannschaften bringen nochmal frische Kräfte, knappe halbe Stunde vor Ende der Partie. Weiter Abschlag. Vorsichtig, Griechenland spielt da mit dem Feuer in der Abwehr. Salpingidis. Maniatis versucht da durchzukommen, das wäre auch fast geglückt. Aber die Ivora clever genug, um das zu sehen. Touré. Kalou. Auf Touré. Gosso. Sokora versucht es gleich weiter zu spielen, aber Missverständnis mit Kalou. Dennoch, der Ball ist im Besitz der Ivora. Touré setzt sich durch gegen Kone. Diomande. Ah! Zu spät gestartet. Ball erstmal weg. Salpingidis und Mitroglou. Aber die Elfenbeinküste setzt früh nach. Sie wollen hier unbedingt den zweiten Treffer, der ihnen so viel Sicherheit geben kann. Und Griechenland vielleicht noch mit dem einen oder anderen Vorstoß. Gervinho wieder angespielt. Und wenn er den Ball hat, hat sich immer was Gutes draus entwickelt. Drogba auf Diomande. Sokora rüber auf Kalou. Und dann durch die Mitte auf Touré. Mit dem Schuss wieder abgefälscht. Und Karnitzis kriegt den Ball auf die Hände. Denkbar knapp, diese Angelegenheit. Auch wenn die Elfenbeinküste hier spielbestimmendes Team ist. Griechenland gibt sich nicht auf. Man weiß, man kann bis in die Nachspielzeit noch das Tor erzielen. Und in Athen, da kümmert es einen nicht. Man feiert den Einzug ins Achtelfinale als Gruppensieger in dieser Gruppe. Womit man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, aber es ist so. Und Fortunis gegen Salpingidis und Doumbia gegen Drogba. Man will ihn schonen. Und man geht bereits vom Achtelfinaleinzug aus. Etwas defensiver ausgestellt jetzt.
Boah, viel Pass. Fortun ist der neue Mann. Hoher Ball, vorsichtig. Mitroglou, Ausgleich. Wahnsinn. Mitroglou, 85. Minute. Und das ist so, so bitter für die Elfenbeinküste. In diesem Moment ist man wieder raus. Und Kolumbien, die werden sich freuen. Das müsste hier die Feier des Tages geben. Wahnsinn, da kommen die Griechen einmal vors Tor und ballern das Ding rein. 1:1, wie bitter ist das denn? Und da wird man am Ende seinen vergebenen Chancen noch nachtrauern. Sollte man jetzt hier in den letzten paar Minuten nicht doch noch wieder die Führung machen, wäre man raus aus dem Turnier und Kolumbien wäre durch. Eieiei, das tut weh. 5 Minuten vor Ende. Aber so ist Fußball. So ist Fußball hart und gnadenlos. Und wir sind jetzt in der Nachspielzeit. 1 Minute gibt's noch obendrauf. Der letzte Angriff womöglich über Gervinho. Der muss sitzen, der muss passen. Nur dann kann man sich noch qualifizieren. Boah, der Ball bleibt drin. Kalou, geht da noch was? Und das war abseits. Aber das müsste eigentlich... Oh, was für ein Fehler. Also wenn ich das richtig sehe, der Ball wäre auf jeden Fall drin gewesen. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Komische Entscheidung, aber es ist durch. Kolumbien ist weiter. Die Elfenbeinküste ausgeschieden. Das Tor von Touré in der 37. Minute hat nicht gereicht. Mitroglou konnte ausgleichen. Griechenland damit ohne Niederlage in dieser Vorrunde. Schade für die Elfenbeinküste, aber knapp ist immer noch nicht genug. Ich darf mich heute wieder verabschieden. Morgen dann Gruppe E und F. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.